Aldrun, das ist ja wunderbar. Hätte ich zwar nie gedacht, aber Aldrun ist gut. Und da komme ich ganz schnell nach Balmora. Ja, im Prinzip kriegen wir jetzt noch die beiden anderen Festungen, weil wir eigentlich die Hausherren da töten und dann dürfen wir die anderen beiden Festungen auch benutzen. Dann seht ihr die nämlich auch noch. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ach, dann seht ihr alle drei Festungen. Wo wollt ihr hin? Das Oderplateau. Ja, wir müssen ja nur dem Oder erfolgen. Die Vasili Danit-Mine, die da drüben ist. Da. Obwohl, da waren wir noch gar nicht in der Eiermine, ne? Da waren wir. Ah, wir haben die Kriegsgilde noch gar nicht gemacht. Na gut, diese einer der ersten Quests in der Kriegsgilde führt euch nochmal hierhin. In diese Eiermine. So viel kann ich ja, denke ich, verraten. Müssen gleich schon da sein, eigentlich. Da ist sie auch schon. Eigentlich eine sehr schöne Lage, finde ich. Sie ist allerdings noch im unausgebauten Zustand. Also normalerweise ständen da, glaube ich, noch zwei Häuser. Aber ich finde den Baustil eigentlich ganz schön. Jetzt werdet ihr sterben! So, die Fresse kannst du haben. Na, rasten wir mal gut. Im Prinzip gehört das Haus jetzt uns, weil wir die alle umgebracht haben. Die liegen auch eben als Wurfpfeile. Das gibt's irgendwie in der Tavani-Festung nicht. Also in den anderen beiden Festungen liegen da schöne Waffen und so rum. Das gibt wieder bis 2 bis 40 Punkte. Ja, ich glaube auch. Gut, aber erstmal Reparatur. Ah, und Arions Helfer wollten wir noch schauen. Ah, kann sämtliche Atronarchen kann er beschwören. Das ist ja ein cooles Ding. Und wir schleppen Umbra noch immer mit uns. Boah, habe ich Ewigkeiten nicht mehr... Ich habe gar nicht mehr genug Hämmer für den Scheiß. Doch, habe ich noch. Na gut. Haben wir ja ewig nicht mehr repariert. Na gut, am schnellsten geht es wahrscheinlich, wenn ich Rückkehr benutze und dann den göttlichen Eingriff. Oh, wir sehen mal wieder einen Aschsturm. Kein seltenes Phänomen. Aber die kennen wir ja schon. Blick auf unsere Festung. Oh Gott. Oh, ich mag das Haus Tavani immer noch nicht. Diese Pilzbäume sind einfach irgendwie... Ich weiß nicht, die sind blöd irgendwie. Ich höre eure Worte. Also die anderen Festungen mag, zum Beispiel die Chlalu-Festung gerade, fand ich, sah ziemlich geil aus. Ist vom Inneren sehr begehbar. Oh toll, ich gehe natürlich mal wieder absolut den falschen Weg. Warum gehe ich nicht einfach den gewohnten Weg? Nicht sonst immer gehen. Na gut. Schon mal die Station auswählen. Gott, wo bin ich hier lang gegangen? Stimmt, es könnte sein, dass das die letzte Aufnahmesession fürs Erste ist. Oder? Na, obwohl, nee, da mache ich gleich Schluss, wenn ich die... Den nächsten, also die... Jetzt kommt natürlich die Redoran-Festung. Wenn ich die ausgerechnet habe, mache ich dann, glaube ich, Schluss. Weil dann gibt es nämlich nicht mehr viele Aufträge und das machen wir dann in der finalen Aufnahmesession quasi vor der Pause. Ein Nazaretan ist also von uns gegangen. Ihr macht unserem Haus alle Ehre, keine nette Epi. Ach, eurem Haus, okay, ist ja auch unser Haus. Pardon? Nein, noch nicht. Die redoranische Hochburg aus Indaris hat sich ebenfalls einen Besuch von Haus Tavani verdient. Geht und versetzt den jungen redoranischen adligen Banden Indaris in den vorzeitigen Ruhestand.
Haus Sindaris wurde in der Bad Isra erbaut, die nach den Steinreihen dort benannt wurde. Es liegt an der Straße von Aldrun nach Margan. Geht dorthin und tötet den Redoraner Banden in Daris. Gut, wir benutzen mal wieder eine Civi-Intervention. Dann landen wir ja in Aldrun. Das ist genau der richtige Startpunkt dafür. Möge ich mich eure... Toller Zauber im Civi-Intervention. Und wir hören den wunderbaren Titel. Ja, dann geht's nach Bal Isra. Oh ja, komm, wir gehen mal auf den Wohndistrikt drauf. Wuhu! Wir sind on top auf Aldrun. Hier kann man nochmal schön das ganze Dorf sehen. Das ist eigentlich sehr schön gemacht. Da hinten die kaiserliche Festung. Ein bisschen außer, ich glaube, das ist die Mondfalter... Ne, Buckfalter-Legion war das, ne? Buckfalter, genau. Das ist ein doofes Drecksviech. Die Sterne. Da unten ist irgendwo die Straße und wenn ihr der folgt, dann... kommt ihr nach Bal Isra. Boah, ich hasse diese Viecher. Müsste dahinter irgendwo sein. Scheiß Höllenhund. Ja, ist ja gut. Da ist es ja schon. Bal Isra. Das Ding ist auch noch nicht ganz ausgebaut. Hier fehlt noch ein Haus. Ich glaube da auch noch. Weil der Wachturm ist schon mal da. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Festung. Ich finde die Form sehr schön. Ich finde, es ist von innen zumindest meines Erachtens das Ansprechendste. Hier habt ihr einen kleinen Lagerraum. Sag ich jetzt mal. Der ist sehr schön. Habt ihr hier unten einen großen Speisesaal, einen Schlafraum für eure Bediensteten, sag ich mal. Und das hier ist dann euer Zimmer. Ihr Enwar. Gut, der Typ hat uns direkt angegriffen. Hätte ich ja nicht gedacht. Na gut. Ja, das ist dann hier. Auch hier liegen diese Pfeile und ja, Wurfsterne liegen hier rum. Ein Hammer, den nehme ich doch mit. Bald müssen wir sonst wieder Hämmer kaufen. Boah, ich mag das nicht, Hämmer zu kaufen. So. Gehen wir noch zum Meister Rüon und dann werde ich dann die Aufnahmen beenden. Aber es war ja jetzt trotzdem was länger. Rückkehr. Bin ich blöd? Ah, jumpen können wir schon ganz gut. Grüß dich auch. Oh, der Graphic Extender ist aber auch toll. Das muss ich ja jetzt nochmal sagen. Weil wenn man jetzt hier so rausguckt oder eben die Sicht auf Aldrun, fällt mir gerade mal wieder so auf, wo wir so einen schönen Blick in die Ferne haben. Ohne den Graphic Extender sieht man ja fast nichts von der Welt. Von dieser absolut einmaligen Welt. Das ist auch so toll bei Morrowind. Das ist einfach... Das ist sowas wie hier. Ich meine, wer kommt hier solche Pilz-Telvanni-Festung zum Beispiel? Wer ist auf diese Idee gekommen? Deswegen finde ich Morrowind auch so klasse, weil es so einzigartig ist. Und jetzt stellen wir uns auf on top of Wurst. Yeah, wir sind on top of Wurst. Oh, diese riesige Ranke, die da rausguckt. Da hinten sehen wir ja noch die... Wow, wir sehen bis zum Geisterwald. Klasse. Super. Der Geisterwald. Naja, das waren ja auch noch Zeiten in der... Für ein gutes Gespräch. Alter. Ich immer Zeit. Blöder Idiot. Gut.
Wir werden uns gern befördern lassen. Geht das jetzt? Ich bin bereit, euch zum Magister von Haus Tervani zu ernennen. Zu erklären. Ihr wurde zum Hortator von Haus Tervani ernannt. Die überlebenden Erzherden werden euch also unterstützen. Niemand verdient es mehr als ihr, Erzmagister zu werden. Herzlichen Glückwunsch, Erzmagister. Wir sind Erzmagister? Wir sind jetzt schon Erzmagister? Wenn das so ist, dann würde ich aber gern... Dann machen wir doch noch was. Ich hätte gedacht, wir sind noch nicht Erzmagister. Ich dachte, da käme jetzt noch. Also, was wir auf jeden Fall noch machen können, sind, glaube ich, 2 Quests von unserem Sprecher. Schauen wir mal nach. Und wenn nicht, dann ist das Haus Tervani erstmal soweit durch, bis aufs Festung komplettieren. Komisch. Schiff Menschi. Ich würde gerne nach Sadrit Mora. Ah Gott, gut. Dann gucken wir doch mal in der Ratshalle nach. Und sprechen nochmal mit der Festungstante, weil unsere Festung können wir ja dann jetzt quasi komplettieren. Müssten wir komplettieren können. Und das wäre so nützlich, wenn man 2 Rückkehrdinger setzen könnte. Also 2 Markerports. Ah, möge hi. Ich mich eurer Gesellschaft als würdig erweisen. Gibt es hier keine Aufträge mehr? Okay. Nun gut, wenn es keine Aufträge mehr gibt. Dann haben wir es tatsächlich geschafft und sind Erzmeister in Haus Tervani. Erzmagister. Ich kann mal gucken, ob das wirklich der höchste Rang ist. Ihr könnt ja hier immer gucken. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Wir sind... Ja, wir sind Erzmagister, damit gibt es keinen höheren Rang. Aschländer bin ich Freund. Da kann man noch weiter aufsteigen. Nee. Geht nicht. Gut, das Letzte, was jetzt noch fehlt, bevor ich dann jetzt wirklich dieses Projekt pausieren werde, ist dann unsere Festung. Ja, ich bin bereit, die letzte Stufe eurer Festung zu bauen. Eure Festung wird die erste Seite dem Fall von Restlein sein, die vom Dämon Andume bewacht wird. Es gibt ein Buch, die Geheimnisse der Animuneuli, das seit vielen Jahren verschollen ist. Ich weiß, dass sich dieses Buch in der vampirverseuchten Ruine von Galumdeus befindet. Wenn ich dieses Buch in meinem Besitz hätte, wäre eure Festung...